Jo. Okay, dann machen wir ein Parterre im Erdbereich. Da kommen Tische hin. Und die Küche. Machen wir die Küche im Erdbereich und ich bin geneigt, bin ich, bin ich. Ich bin sehr geneigt. Ich bin geneigt, das hier abzureißen. Es war so schön, aber mir gefällt es nicht mehr. So. Dann bauen wir doch mal Stockwerk 2. Na komm, hier hinter kann auch was. So, in Stockwerk 2 sollen Betten, habe ich mir so überlegt. Das wird der Schlafsaal der Zwerge. Dort, wo sie sich auch anfassen dürfen. So kann es unter Männern. Warte mal, kann mal jemand hier die Schweinerei aufsammeln? Es hat reingeregnet. Kein stört das. So sammeln sie mal halt Wasser. Nein, was habe ich getan? Passen Sie auf mit jedem Klick, den Sie machen. Leute, wir kriegen Besuch. So, jetzt sehen wir hier nochmal einen Kampf. Die Trollarmee greift an. Oh nein, da ist schon ein Schwerverletzter bei uns. Nein, 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 lass den doch erstmal. Kümmer dich erstmal um die, die noch da sind. Die blöden Trolle. Oh, den werden wir es aber zeigen. Wir stören uns hier einfach bei der Zimmereiarbeit. So, stech ihn. Stech ihn ab. Oh ja, super. Den auch noch, bitte. Legionäre! Da oben haben sie ihr Lager. Na warte, euch holen wir uns. Ihr kommt nicht ungeschoren davon. So nutzen wir die Trollleiter, um da hochzuklettern. Und dann schicken wir sie alle hin. Die ganze rachsüchtige Bande Zwerge schicken wir jetzt auf die Trolle. Und dann greifen wir das Trolllager an. Oh, guck mal, die kriegen doch Zombie-Unterstützung. Der Bogenschütze schießt in den Sand. Jetzt wird angegriffen. Na, Häuptling? Häuptling reitender Pilz? So, das könnt ihr auch ruhig besiegen. Und wir könnten auch noch ein bisschen Holz gebrauchen, wenn wir schon mal hier hinten sind. Das Hühnchen wird auch noch geschlachtet. Sie sind ein Blutrausch verfallen, die Zwerge. Sie sehen nur noch Blut. Ach, der eine Zwerg, der legt sich schon mal gemütlich schlafen. Während hier unsere Tür auseinandergenommen wird. Tja, 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 tja. Entschuldigung, wir werden hier auch von der anderen Seite angegriffen. Das ist auch nicht sehr nett. Nicht sehr nett. Der Eber rennt durch unser Schlafzimmer. Ach, was sind das hier eigentlich für Sitten? Alles haben sie fallen lassen. Könnte mal jemand das Schaf noch erledigen? Hallo, da geht ein Schaf durch unser Schlafzimmer. Das heißt doch nicht Schafzimmer, es heißt Schlafzimmer. Naja. Weiß er nicht. Du bist zu müde, um jemanden anzugreifen. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. So, die Zimmermänner nehmen ihre Arbeit wieder auf. Das Schaf bahnt sich seinen Weg. Ach komm, vergiss das Schaf. Ihr kriegt's ja doch nicht hin. Der Geist kommt auch durch unser Haus. Ach, wo kommen die nur alle her? So, was ist denn hier neu? Oh, Mithril. Wir haben Mithril gefunden. Was wir damit machen, weiß ich noch nicht. Oh, wir haben auch so ein schönes Bücherregal. Das können wir gleich mal unten dahin bauen. Ach, so einen schönen großen Stuhl für unsere kleinen Zwerge. Ach, ist das süß. Ja, die Zwerge müssen arbeiten. Entschuldigung, da geht schon wieder ein Eber. Das Abendessen kommt. Hallo, das Abendessen geht gerade durch unser Wohnzimmer. Und keiner hält ihn auf. Oh, da habe ich einen Schuss gesehen. Der Jäger nimmt sich dem an. Zack. Oh. Der schießt ja wie ein Gott.
Da quiekt er und da haben wir ihn. So, aber ihr seht schon, das Spiel nimmt langsam Fahrt auf, ne? Also ich finde, es macht gerade eine ganze Menge Spaß. Ich hätte gerne einmal Tor 1 und den Umschlag. Nein, ich hätte gerne eine Axt. Ach, jetzt komm, jetzt lass mich nicht im Stich. Jetzt haben wir kein Holz mehr. Ich fasse es nicht. Was macht dann unser Hügel des Holz? Na, da sieht es noch nicht wieder so prickelnd aus. Und hier wird noch nicht so ganz gearbeitet. Da brauchen wir dann gleich mal ein Portalchen hin, damit man hier ein bisschen Holz sammeln kann. Oh, hier können wir auch ein bisschen Getreide sammeln. Ach, das müssen wir jetzt nicht machen. Nein, 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 nein. Nein. So. Das ist auch cool hier, ne? Der Berg da ganz oben. Da schicken wir dann unseren Angler mal hin später. Nein, wir sind nicht gemein. Bam, da fällt die Schnecke. Da fällt die Schnecke hinein. Ja, die Betten reiße ich dann nachher nach und nach ab. So, das könnte bitte auch mal jemand entsorgen. Dann könnte bitte jemand Wasser sammeln. Ja, auch Wasser sammeln. Und eine Wand bauen. Wenn es keine Umstände macht. Nur wirklich, wirklich auch nur dann, wenn es keine Umstände macht. Das ist mir ganz wichtig, hier an dieser Stelle nochmal zu erwähnen. Liebe Zwerge, ihr seid nicht meine Sklaven. Ihr arbeitet nur für mich. Für kein Geld. Jo. Dann hätten wir gerne das Schaf hier erledigt. Ja, hätten wir gerne. Und die Bäume hätten wir auch gerne entholzt. Ja. Wir brauchen ja die Bäume. Okay, das hat sich dann auch schon wieder erledigt. Dann bauen wir hier gleich mal die Dachwand drauf, glaube ich. Der zweite Stock steht dann auch schon. In unserem tollen Haus. Zwei kleine Ausbesserungen müssten noch erledigt werden. Dann haben wir es. Genau, da haben wir auch was. Da wird auch schon ganz fleißig das Schaf ignoriert. Das Schaf Dolly, welches sich da so frech in den Weg setzt. Wird einfach ignoriert. Aber es kommt ja schon zum Metzger gelaufen. Aber der Jäger richtet schon. Der Jäger wird sie gleich auf den Weg machen. Nein, wird er nicht. Da drischt schon jemand anderes auf ihn ein. Mendri. Jetzt rennt Mendri dem Schaf hinterher. Hier wird auch schon fleißig gebaut. Das Schaf wird ignoriert. Wir brauchen doch die Wolle. So, jetzt müssen wir auch mal hier ganz kurz gucken. Dann machen wir das nur so. Ich glaube, das sieht dann noch so am besten aus. Quasi der Holzgiebel. Über der Tür endend. Nein. Lässt du das heil? Böser Zwerg. Böser Zwerg. So, dann brauchen wir hier neue Lampen. Da gucken wir uns aber erst an, wenn es fertig ist, wie wir das mit den Lampen machen. Oh, ist das schön. Ich habe das so schön gemacht. So, Bett. Kann man da ein Bett hinstellen? Die Zwerge schlafen nur in einem Unterschlupf. Yeah. Wir machen das zu unserem neuen Unterschlupf. Okay, warten wir mal. Wir haben doch noch so eine Statue, oder? Ja. Wir haben noch das erste Mal, dass ich so eine Statue doppelt benutze. Packen wir uns die Statue hier ins Wohnzimmer. Nein, tun wir nicht. Ach so, das geht. Vielleicht geht das gleich, wenn er da die Wand... Bau mal da die Wand fertig. So. Und wenn ich jetzt sage, hier im Bett, ist es immer noch kein Unterschlupf oder was? Aber das ist doch... Okay. Dann nützt es ja alles nichts. Und wir müssen uns was überlegen. Können wir den einfach hier hinsetzen? Okay, wir müssen hier...
Wir müssen eine Kachel entfernen. Ich glaube, so viel steht schon mal fest. Oder wir entfernen einfach, pass auf, wir machen das jetzt ganz tricky. Wir entfernen die Holzdinger hier erstmal. Entfernen das Totem, entfernen hier mal so ein Stück Wand. Wer da wohl gelacht? Ich werde angegriffen. Von wem denn? Ich sollte mich doch nicht angreifen. Macht nicht sowas. So. Also wir brauchen ein Tothelm da. Also hier ist eine Tür und da ist eine Tür. Das heißt, theoretisch ist es ein Haus. Praktisch scheinen da noch diverse Differenzen zu sein. Tja. Kommt das Totem hier genau dazwischen? Oder hier unten hin? Ich glaube, ich finde es da unten besser. Ach, ich klicke hier immer ran und will was abbauen. So, Haus komplett. Na, seht ihr. Na, seht ihr. Entferne heute eine Lücke. Lücke, die Lücke wird entfernt. Ersetze Erde. Der Keller. Was mache ich denn hier? So, ersetze Erde. Und so weiter. Nein. Oh, guckt mal. Er mag den Komfort. Na, wer hätte das denn gedacht? Bitte ersetzen Sie auch hier die Erde. Ach nein, was machst du denn hier? Ja, bitte, das können Sie wieder entfernen. Aber ganz schnell. So, dann können wir jetzt mal die Betten bauen. Zack. 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 Haben wir drei da. Okay, wir müssen das anders machen. Wir müssen das schon wieder anders machen. Ich muss Perfektion haben. Das heißt, entfernen Sie bitte das Totem. Bauen Sie hier eine Holzwand. Reißen Sie die Holzwand ein. Sammeln Sie dieses Wasser. Können wir zufällig schon wieder Betten bauen? Ich hätte gerne noch Betten, wenn das möglich wäre. Hier sind doch so viele Zwerge. Wir brauchen ganz viel Betten. Betten. Und ich würde sagen, wenn wir hier schon so am Rumschreinern sind, können wir auch noch so einen schönen, gemütlichen, kleinen, süßen Stuhl bauen. Doch, warum nicht zwei? Warum denn nicht zwei? So, dann kommt hier das Totem wieder hin. Und da müssten doch eins, zwei. Oh nein, es passt immer noch nicht. Oh, graus. Entfernen Sie bitte das Totem. Entfernen Sie bitte die Wand. Bauen Sie hier bitte. Nice. Bauen Sie hier bitte. Bitte. Danke. Man hat das alles nicht immer so einfach, ne? Muss man auch einfach mal so sehen. So, und dann können wir hier das Bett draufsetzen. Wir müssen das hier nochmal glätten. Wunderschön. Jetzt können wir das hier nicht bauen. Oh. Ja. Dann kommt er halt hier so zwischen, der Opa. Und dann können wir hier schon mal zack. Oh, wir haben eine Aufgabe geschafft. Juhu! So, da unten kommen dann auch gleich die Komplementär-Dinger dazu hin. Dann können wir oben noch zack. Oh, ist das furchtbar. Halt. Da kommt da oben halt nur noch zwei hin. So, ist mir jetzt auch egal. Dann haben wir acht Betten. Das reicht. Die brauchen auch nicht so viele Betten. Das ist ja alles ganz chillig hier. Ne, da braucht man nicht so viele Betten. Ersetze Erde.
Da kloppt doch schon wieder wer an unserer Luke rum. Würden Sie bitte die Freundlichkeit besitzen, ihn daran zu hindern? Vielen, vielen Dank. Der nächste Angriff schleicht sich auch schon wieder ein, nur noch 18 Minuten.